freue mich immer so auf Freitag. Wisst ihr warum? Warum denn? Weil am nächsten Tag, der ist, war nicht von mir engagiert. Super. Weil am nächsten Tag, am Samstag, bekommt ihr immer die Wiederholung von allen Folgen von Utopia. Yay! Dann kann ich das alles nochmal gucken. Nein, total. Die große Frage ist, ob ihr eine Pizza bestellt oder nicht. Es ist so, nee, schade, dass der Chor wieder weg ist. Also 24 Zuschauer, das wäre schon mal toll gewesen. Jetzt fragen sich vielleicht viele, hey, der hat ja schon wieder das Gleiche an. Ja, das liegt daran, weil es ja immer noch dasselbe Programm ist. Ja, also ich muss ja die Ziele, muss ich ja quasi mein Programm zerhackstückeln. Ja, also ich bin quasi Ende März bin ich auf die Bühne gekommen und jetzt bin ich immer noch da. Zwischendrin mal hat man mir die Haare geschnitten auf der Bühne. Und heute soll es bei mir ums Thema Einsamkeit gehen. Einsamkeit, wichtiges Thema. Es ist also, ich bin ja noch nicht so lange in Berlin, aber ich muss sagen, ich finde die Berliner so unfreundlich. Ja, unfreundlich. Und viele Leute sagen dann, ja, der Berliner, der ist halt direkt. Ne? Und ich denke mir, nee, direkt ist man bei uns im Allgäu. Das, was mir hier begegnet, das ist absichtliche Boshaftigkeit. Ja? Ich kann es nicht anders bezeichnen. Aber im Allgäu, da wo ich herkomme, sind die Leute ganz freundlich. Wirklich, sind total höflich, freundlich, lieb. Ja? Zum Beispiel, es fängt schon in der Schule an, zum Beispiel haben zu mir die Kinder immer gesagt, Alex, nichts gegen dein Gesicht, aber der Arsch tritt in den Hosen ein. So freundlich sind wir bei uns im Allgäu. Auch wenn es ums Thema Lob geht, bei uns sagt man, nichts gesagt, stobelt nur. Das heißt auf Deutsch, nichts gesagt ist genug gelobt. Und ich muss sagen, ich bin ja bayerischer Schwabe, ne? Nicht zu verwechseln mit württembergischen Schwaben, aber mit dem Thema Lob, da halten wir es ähnlich. Hm? Es ist so, dass zum Beispiel das größte Lob für eine württembergische Hausfrau ist, du guckst aber ganz nett abgeschafft aus. Das heißt auf Deutsch, du siehst aber ganz schön abgeschafft aus. Ja. Aber zurück zu Berlin. In Berlin gibt es ja auch so Internetcafés, gibt es ganz interessante Internetcafés. Da gibt es welche, die haben so ein Schaufensterbeklebung, da steht, kann man lesen, Internet, E-Mail, Chatten. Also auch E-Mail und Chatten. Im Gegensatz zu den anderen Internetcafés, wo man nur Internet kann. Also, schon interessant. Aber es soll ja ums Thema Einsamkeit gehen, heute. Und es ist so, Facebook. Ja, Facebook gibt es auch, kennt ihr alle? Ja. Ich muss kurz so ein Bonbon nehmen. Oh, ich bin aber auch ungeschickt heute. Also. Und zum Thema auf Facebook setze ich mich dahin, auf diesen sexy Stuhl. Ich habe es von Howard Carpendale gelernt, dass ein Barocker macht sexy. Leider ist der zu kurz drin. Barocker macht sexy, ich habe das eigentlich nicht nötig. Und ich setze mich also hin für das Thema Facebook. Benachrichtigungen. Lonely Heart 77 hat eine der beliebtesten Selbstmordarten gewählt. Kinder, ich sag's euch, seid nicht zu sehr begeistert von Facebook, denn auch wer 500 Facebook-Freunde hat und keine in echt, ist eine arme Sau. Ich schließe mich da selber nicht aus. Es ist ja so, am meisten ärgern mich diese Menschen, die sagen, ich habe ja nur Facebook-Freunde, die auch in echt meine Freunde sind. Ja, wieso bist du dann da drin, du Blödschwätzer? Ja, finde ich also. So ist es mit Facebook. Und es ist aber so, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jemanden kennenlernen will, mir bleibt nur Facebook im Glück. Mir bleibt nur Facebook. Ich hätte jetzt ganz eine Mitleidsbekundung. Oh. Danke. Nee, es ist wirklich so, also ich bin sehr einsam. Aber einmal, da habe ich jemanden durch Facebook kennengelernt. Es war eine Asiatin, die habe ich dann auch in echt getroffen. Ja, ist einmal passiert, dass ich da jemanden echt treffe. Und ich muss sagen, mein Englisch ist nicht so ganz so gut. Und ich wollte ihr sagen, dass es alleine mehr traurig ist. Dann habe ich zu ihr gesagt, alleine ist more sad. Und nee, ich bin wirklich sehr einsam. Sehr einsam. Mich ruft auch keiner an. Ja, der Einzige, der mich anruft, bin ich selber, wenn ich Handy tue. Es ist so. Und dann fragen mich Leute immer so, warum, also wenn ich sage, ich habe keine Freunde, dann sagen die Leute immer, warum? Und dann denke ich mir, ja, blöde Frage, was soll ich da sagen? Also, es ist bisher noch nicht passiert, dass in meinem Garten ein Raumschiff landet,
Und daraus kommt dann so Alexander Klonig, die bei mir klingeln und fragen, ob sie meine Freunde sein dürfen. Wäre natürlich perfekt, ne? Ist aber unwahrscheinlich, schon von daher, dass ich gar keinen Garten habe. Also so, dass... und es ist aber auch wenn ich das total, wenn ich die anderen immer beneide, dass ich Freunde habe, es hat ja auch seine Nachteile, wenn man Freunde hat, oder? Wenn ihr ganz ehrlich seid, ihr habt wahrscheinlich Freunde, hat auch seine Nachteile. Oder? Zum Beispiel, wenn jetzt zu mir Freunde zu Besuch kämen, dann müsste ich denen ja was anbieten. Ne? Und schon alleine der Saustall, der bei mir herrscht, kann man eigentlich anderen Menschen gar nicht zumuten. Wobei mit dem Saustall, da fällt mir was ein, könnte ich eigentlich so ein Schild machen, wo da draufsteht, herzlich willkommen, ja, dann passt es wieder. Es ist so, mir ist gerade noch ein anderer Vorteil eingefallen, auch in diese Beziehung mit diesem Saustall. Da wäre es auch wieder, gibt es auch wieder einen Vorteil, wenn man Freunde hat, weil wenn man Freunde hat, dann hat man vielleicht auch einen, der einem helfen würde aufzuräumen. Und dann könnte man diese leidige Aufgabe des Aufräumens ein bisschen angenehmer gestalten. Ja, die wäre dann weniger mühsam, weil weniger langweilig. Und man könnte dann so eine Aufräumaktion ein bisschen pimpen, ja, wie man heute sagt. So zum Beispiel, sagen wir mal, im Hollywood-Western-Style. Ja, für die jüngeren Zuschauer, Western-Cowboy-Film. Und das könnte dann ungefähr so aussehen. Vielleicht liegen da hinten in der Ecke noch ein paar Kisten. Würdest du mal nachsehen, Sam? Ramos, ich guck nach! Aber sei vorsichtig! Nach ungefähr einer Viertelstunde kommt der Rollenspielfreund zurück. Nichts zu machen, Boss! Keine einzige Kiste! Nur ein Haufen Plastiktüten! Das ist zwar bitter, Sam, aber es ist klasse, dass ich mich auf dich so verlassen kann. Immer gerne, Boss! Ja, ich frage jetzt nicht, ob jemand die Pfeife haben will, aber es überhaupt mitgekriegt, dass es die Pfeife sein soll. Ich bin gleich besorgt. Jo, klar. Jetzt bin ich soweit, am Ende meines heutigen Programms soweit angelangt, aber es gibt noch was dazu. Es gibt zum Schluss noch eine kleine Geschichte, die ich vorbereitet habe, die ich euch vorlesen möchte. Da geht es auch um das Thema Einsamkeit, aber es geht auch ein bisschen um das Thema Religion. Und wenn wir jetzt wieder beim Thema Religion sind, möchte ich einen kleinen Witz noch erzählen, der dazu passt. Der ist nicht von mir, aber ich finde ihn so nett, ich möchte ihn gerne erzählen. Ihm folgendes: Der emeritierte Papst Ratzinger genießt seine Rente, seine Pension, und er hat etwas Neues entdeckt, und zwar die Sauna. Er geht also mit seinem Kardinal, also seinem nächsten Kardinal, seinem, könnte man sagen, Diener oder so, ne? War er also in der Sauna, und hat er gesagt, war er ganz begeistert und hat gesagt, dass er da morgen wieder hingehen will mit seinem Kardinal. Sagt der Kardinal, ja, aber morgen ist auch gemischt die Sauna. Dann sagt der Ratzinger, oje, oje, dass das sein kann, dass jetzt schon Katholiken und Protestanten gemeinsam saunieren. So, jetzt gibt es noch die hoffentlich lustige Geschichte. So, die Geschichte heißt mit Gottes Hilfe. Ein nicht mehr ganz so junger Mann ist mal wieder todunglücklich. Vielleicht hat ihn wieder ein Weib verlassen bzw. abblitzen lassen. Und dieser junge, nicht mehr ganz so junge, arme Wicht ist abends mit einem Kumpel, er würde ihn eher einen Bekannten nennen, in einer Kneipe und klagt diesem ausführlich sein Leid. Da plötzlich kommen zwei Nonnen in vollem Ornat bzw. voller Nonnenmontur auf die beiden zu und fordern sie zu einer Partie Billard auf. Der Kumpel bzw. Bekannte ist amüsiert, unser tragischer Held nicht, dennoch willigen sie ein.
Im nun folgenden Billardspiel ziehen die beiden Nonnen den Herrschaften sprichwörtlich die Hosen aus. Eine der Nonnen spricht. Na, da habt ihr euch aber unsagbar blamiert. Aber in Kickern, da sind ihr beiden ehrfürchtigen Dienerinnen Gottes euch vermutlich nicht zum Kirchturm hoch überlegen. Lasst es uns damit versuchen. Abermals wird eingewilligt. Doch wieder verliert unsere weltliche Herrenmannschaft und dieselbe Schmach, wobei sie ja nun mindestens doppelt so groß ist, wird von ihnen erlitten. Szenen. Geschlossen und zügig ziehen sie durch den Heiligen Gang. Nicht zu verwechseln mit dem Heiligen Geist. Schließlich betreten sie einen Raum und beginnen grüppchenweise sowohl Billard als auch Tischkicker zu spielen. Da herrscht die Mutteroberin in ein Megafon. Keine Müdigkeit vorschützen und haut ordentlich rein, denn da draußen gibt es noch viele, nicht mehr ganz so junge Männer, denen wir noch das letzte bisschen Würde nehmen wollen. Das war's von mir.